Hier ist wieder Rankabudgeon Productions und heute mit unserem Review zu der Malevolence. Das ist ein neues Set, das ist jetzt im Sommer rausgekommen. Also vor kurzem? Ja, vor kurzem. Das ist die Nummer 9515. Da ist den Karton. Ja, mit der Altersempfehlung drauf, 9 bis 14. Und ja, da vorne ist nochmal ein Bild von ihr in Ganzahl. Und die misst halt 60 cm. Sie ist 60 cm lang, steht da unten. Genau. Ja, und dann die da sind nochmal die Figuren. Ja, die zeigen dir gleich auch nochmal genau. Dann die Rückseite des Kartons. Da sieht man jetzt noch ein bisschen Innenraum, den wir auch gleich beschreiben werden. Und da Season 10 Starfighter, wie sie den angucken. Aber der ist halt, da steht ja die Nummer und dass der nicht in der Box enthalten ist. Ja, wie schon. Und im Karton sind halt 7 Tüten, 2 Bauanleitungen enthalten. Und ja, das ist eigentlich der Karton gewesen. Da ist jetzt nichts Besonderes mehr weiter drauf. Und dann kommen wir zu den Figuren. Ja, also bei den Figuren seht ihr zuerst General Grievous, genauso wie im Starfighter, nur halt, dass er diesmal grüne Lichtschwerter hat, anstatt den gelben wie vorher. Anakin in ja, Form halt wie in den ersten 2 Staffeln von Clone Wars, weil das Set halt in der ersten Staffel vorkommt. Ja, dann seht ihr Padma Amidala, die neue, die Lego richtig gut gelungen ist. Ich kann euch die mal zeigen, von hinten auch. Also auch mit dem Zopf hier und so, richtig gut geworden. Ja, dann ein normaler Kampfdroid, unser neuer Droiden-Commander mit dem gelben Kopf nur. Also zeige ich euch auch mal. Ja. Einen Moment. So, der hat halt diesen gelben Kopf und dann da vorne noch einen gelben Punkt. Und dann ist da halt noch Kanduku. Ja. Und dann kommen wir zum Set. Das Set an sich ist außen sehr detailliert, wie man sehen kann. Richtig gut geworden. Mhm. Dann hier an der Seite sind so weitere Details. Das Fenster dargestellt. Ja. Da auch nochmal so ein Hangar zu. Das ist auf der anderen Seite genau gleich. Das ist sehr gut, finden wir. Dann, da ist halt noch so ein Tragegerät. Ja. Ja, und... Warte, wir zeigen euch das mal. Ja, dann sieht man halt den Antrieb noch hinten. Der ist auch sehr detailliert geworden. Und ja, sonst überall Detaillierung an der Außenseite richtig gut geworden. Und dann zeigen wir euch mal den Innenraum. Ach so, und noch die Brücke ist auch sehr detailliert geworden. Ja. Okay, der Innenraum. Ja, dann fangen wir an. Also, das ist erstmal das Dach. Das ist sehr einfach daran zu machen. Da sieht man den Verschluss. Das kann man so dran machen. Ganz einfach. Kann man es auch ganz einfach wieder abziehen. Das finden wir persönlich sehr cool. Dann, oh, habe ich jetzt zu leise gesprochen? Na ja, egal. Auf jeden Fall, dann, da ist so ein Droidensitz. Ja, da sind die Droiden noch feste. Davor ist ein sehr detaillierter Computer. Finden wir auch sehr cool. Und ja, die Brücke ist sonst auch sehr gut, wo General Grievous steht oder Count Dooku. Das finden wir auch cool. Nur, ja, hier sind halt diese... Ja, das sind ja eigentlich Ionenkanonen, mit der die technische Funktion anderer Schiffe außer Kraft gesetzt wird. Lego hat sich hier was anderes ausgedacht, nämlich so eine Art ja, Rotationsraketenwerfer. Und zwar kann man das aufmachen, hier, diese Glaskuppel. Und dann hat man halt hier diese Technik, die übrigens sehr genial ist. Also man dreht halt, man feuert eine Rakete ab, drückt da drauf, dreht da dran, drückt nochmal drauf und so geht das dann halt weiter, kann man wieder daran drehen. Aber nicht weiter als die Rakete, die immer geschossen wird. Also man muss immer die Rakete dann schießen, die da ist, ja. Ist auf der anderen Seite auch. Ja, und dann fällt uns halt diese, im Innenraum passt die Technik nicht so. Ja. Was aber auch bestimmt sehr schwer wäre zu verbergen. Trotzdem finden wir das nicht so gut, weil es passt einfach nicht so zu diesem eleganten Design. Ja. Ja. Und, aber natürlich, die Idee habt ihr auch gesehen, man muss hier drankommen und daher, ja. Ansonsten, da vorne ist es relativ gut. Detailliert gemacht. Dann kommen wir hier hinten. Das kann man aufklappen, beide Seiten.
da. Und es gibt ja diesen langen Zug in der Malevolence, den kennt ihr sicher. Und der ist hier abgebildet. Ah, das sieht man jetzt schlecht. Sehr vereinfachter Form. Ja, das ist also ein Mini-Zug. Der fährt halt von hier bis da hoch und wieder zurück. Also der kann halt nicht weiterfahren. Ja, das ist halt ein kleiner Zug. Auf der anderen Seite ist da auch nochmal ein Zug. Der gleiche. Ja, also das kann man dann halt hier halt auch aufmachen. Ja, und das ist dann halt auch nochmal der Zug, der dann halt auch da geht. In diesen Innenraum kann man keine Figuren reinstellen. Also da passt keine Figuren drunter. Also das sind zwei Lego-Steine hoch. Ja, da passt leider keine Figur drunter. Theoretisch könnte man da einen zusammengeklappten oder mehrere zusammengeklappte Droiden hinstellen, aber... Ja, als kleine Droiden-Lagerung, ja. Zum Beispiel zur Security-Droiden als Sicherheit oder so. Keine ja, Ahnung. Irgendwie sowas. Und dieser Durchgang hier, also da ist kein Durchgang. Da sieht man schon wieder schlecht. Da ist, das sieht aus, als könnte man da durchgehen. Ist es aber nicht, da kann man nicht durchgehen. Aber trotzdem sieht das aus wie eine Tür und das finden wir ist auch Lego gelungen. Ja, diese Detaillierung hier kann man nicht abmachen. Also, alles in allem ein sehr cooles Set. Ein wirklich sehr cooles Set. Also wirklich auch einfach zu benutzen. Zum Machen halt. Zu bauen auch. Das geht sehr schnell. Das hat halt ein bisschen gedauert, aber wie bei allen Lego-Sets. Nur es dauert jetzt nicht so lange wie MTT oder so. Diese ganzen Sets, die auch so was da so sind. Also, das war unser erster Review. Wir würden, also das machen wir, wollen wir bei allen unseren Reviews machen, diesen Sets eine Note geben. Ja, genau, denn wir haben uns gedacht, wir benoten die Sets nach den Punkten, die wir finden. Und ja, also... Damit ihr halt auch einen besseren Überblick dann nochmal habt. Ja, und wenn ihr was in anderer Meinung habt, schreibt es in die Kommentare. Aber seid nicht böse, das ist halt unsere Meinung. Genau, dazu. Jeder hat eine andere Meinung. Also wir sagen uns diesem Set eine als Minus, geben wir diesem Set. Genau. Weil einmal, wir finden es sehr klasse, dass es ein gutes Design hat. Es ist handlich, es ist... eigentlich sehr souverän, sehr einfach zu bauen, hat coole Figuren. Und die Technik von den Rotationsdingern ist einfach der Hammer. Daran liegt aber auch der Haken. Weil uns stört das halt, wie wir im Video schon gesagt haben, dass es so bunt ist und dass es zu diesem eleganten Design nicht ganz passt. Ja. Und ja. Sonst finden wir halt gut der Traggriff, wie bei vielen Lego-Sets. Der ist wirklich jetzt was anderes, der passt auch richtig zum Design. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier guckt, das fällt einem überhaupt nicht auf. Und ja, deshalb finden wir das halt, dieses Set richtig gut. Und ja, deshalb geben wir diesem Set eine 1-. Wegen halt der Innenraum. Ja, abonniert, kommentiert, schreibt uns in die Kommentare, wie ihr unser erstes Review fandet. Und ja, wie schon gesagt, könnt ihr uns eure Note runterschreiben. Macht das bitte, wie ihr das Set findet. Ja, und dann bis zum nächsten Video. Ciao.